der Brille des Glaubens werden unsere Augen geschärft für das Osterfest. Wer mit Osteraugen schaut, der wird entdecken, dass diese Tage nicht nur freie Tage sind, sondern Feiertage. Ja, und die Brille des Glaubens schärft unseren Blick für unser Leben und was das Osterfest für uns bedeutet. Denn Osteraugen, die sehen weiter. Osteraugen entdecken, was in unserem Leben wichtig ist, dass wir sensibel werden für Krankheit, Leid, für die Menschen um uns herum. Osteraugen sehen aber auch klarer. Sie sehen das, was das Leben ausmacht, wo es Unrecht gibt im Leben, wo es Bedrohungen gibt im Leben und wo wir aufstehen müssen für das Leben. Das wollen uns Osteraugen sagen. Und Osteraugen, die sehen auch tiefer. Dass eben Leid und Tod nicht das letzte Wort hat, wir können sie nicht verdrängen aus unserem Leben, sie gehören dazu. Aber Tod und Auferstehung Jesu Christi wollen uns Zuversicht geben über den Tod hinaus. Und das ist eigentlich die Freude, die uns das Osterfest verkündet. Das sind die Osteraugen, die uns zeigen, ja, wir können weiter, tiefer und klarer sehen. So wie es der verstorbene Bischof Hämmerle einmal gesagt hat, auf diese Osteraugen hinbezogen. Ich wünsche uns Osteraugen, die im Tod bis zum Leben, in der Schuld bis zur Vergebung, in der Trennung bis zur Einheit, in den Wunden bis zur Herrlichkeit, im Menschen bis zu Gott, in Gott bis zum Menschen, im Ich bis zum Du zu sehen vermögen und dazu alle österliche Kraft. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen das Licht der Osterkerze zum Osterfest das unterstreicht, was Osteraugen bedeuten. Dass Ihnen diese Tage Zuversicht geben mögen, auch über die Osterfeiertage hinaus, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass wir aufstehen müssen für das Leben und dass uns das Osterfest und der Glaube auch helfen will, unser Leben zu gestalten und aus dem Glauben zu leben. Ihnen, Ihren Lieben, gesegnete und ermutigende Ostertage.